Die junge Frau war berauscht von deiner Anwesenheit. Sie hat euch zwei sprechen sehen. Ihr Vater hat sie hergeschleift, um sie irgendeinem Provinzadligen anzuhängen. Also suchte sie nach etwas Ablenkung und ich kam ihrem Wunsch sehr gerne nach. Vor ein paar Nächten schlichen wir uns für ein paar ungestörte Stündchen über den Fluss, nur um dort herauszufinden, dass wir gar nicht allein waren. Ein Ogre, der noch ungeheuerlicher als Winfrieds Geschichte war, sprang aus dem Wald und wir waren so im Überschwang des Augenblicks gefangen, dass wir nicht bemerkten, bis er uns erreicht hatte. Bevor ich noch meine Hosen hochziehen konnte, schnappte er sich Alice und verschwand mit ihr in der Nacht. Warum hast du nichts ihrem Vater gesagt? Also hast du sie im Stich gelassen, Feigling? Bitte verstehe mich falsch, aber in diesem Laden riecht es wie in einem Plumpsklo. Und ich soll dir wirklich glauben, dass die Tochter eines Fürsten mit dir in den Wald gegangen ist? Also hast du sie im Stich gelassen, Feigling? Und vermutlich hätte ich dem Ogre auch noch hinterherjagen sollen, was? Und ihn mit was bekämpfen? Meinem abflauenden Zimmer vielleicht? Das hätte uns beiden wirklich viel geholfen. Er schätzt dich mit einem Stahl an. Sie könnte noch am Leben sein. Ich bin nicht in der Lage, sie zu befreien, aber dieser Haron sieht so aus, als ob er für jeden, der sie finden kann, ein paar Kupferstücke übrig hätte. Er kratzt sie mit dem rot-gelb verschmutzten Finger an seiner Wange. Andere hier haben den Ogre östlich des Dorfes gesehen. Erst vor ein paar Tagen hat er sich fast alle von Rumbas Schweinen geschnappt. Wenn ihn jemand finden würde, gäbe es in Dürford jede Menge dankbare Leute. Aha. Tüge behauptet, dass Edis irgendwo in der Nähe des Flusses östlich von Dürfo von einem Ogre entführt wurde. Interesting. Zum Blauen bin ich nicht geschaffen, Mensch. Sprich mit Tüge, wenn du Fragen hast. Was ist hier drin? Der Schlüssel des Gerbers. Mhm. So, damit könnte ich einfach diese Tür aufschließen und alles wäre schön und gut, aber... Ich werde jetzt erst einmal mich um den Ogre kümmern. Kliaban Rilak kommt später dran. Also um den Ogre und das Drachenei. Weil dann finden wir sicherlich heraus, dass... die junge Adlige nicht vom Ogre entführt wurde. Following your lead. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, der Gestank der Schweine oder der Gestank der Menschen. I'm here. Wenn die Leute nichts zu verbergen haben, warum dürfen wir dann ihre Häuser nicht durchsuchen? Wegen Privatsphäre vielleicht? So, Dürfurter Fußkreuzung. Also Oger, Drachenei. Ein Trinken gehen. Lay low. So, und durch das Gebiet hier schleichen wir lieber mal wieder. Oh, Waldkäfer und Sporlinge. Hätten wir da was Interessantes, was wir auf sie werfen können? Certainly. Also ja, das hier ist ein nettes kleines Stückchen. Hallo Reh. Ja, bis jetzt haben wir noch nicht viel entdeckt hier. Rage, Dalfila.
Nur ein paar Waldkäfer, die eigentlich absolut keine Gegner mehr sind. Ah, hier wäre der Weg über den Fluss. Oder ein Weg zumindest. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Keep an eye out. Toll, das Reh entdeckt uns. Okay, da würde es einfach nach Clea Ban Rillac gehen. Aber sonst wäre da oben nichts. Das heißt, wir müssen über den Fluss. Auch wenn das für Flusskreuzung... Naja, hier kreuzen sich die Flüsse wohl eher. Als dass es hier eine Kreuzung über dem Fluss gibt. Keep an eye out. Hm. Mal wieder alte Turmruinen. Oh, mit Wolfen. Wölfen. Mit Wolfies. Oh, viele Wölfe. So, den Hauptwolf zu übernehmen. Oh, Sagani hat ein Level-Up. Sehr schön. Dann kümmern wir uns mal darum. Ein Punkt in der Athletik mal. Gnadenloser Gefährte. Treuer Gefährte. Genauer verwundender Schuss. Genauer verwundender Schuss klingt gut. Dafür, dass hier mal ein Lagerfeuer gemacht wurde, haben sich die Wölfe aber nachrang getraut. Goldopel und ein Stilett. Und das hier war nicht nur eine Turmruine. Das war mal eine, glaube ich, ein Wachposten, so allein schon so, wie das aussieht. Oder es ist ein Stück von einer Festung sogar. Let's see what lies this way. So, das Reh sieht uns wieder. Im Süden gibt es nichts. Witwenmacher Jungspinne. Okay, da ist ein Witwenmacher. Hey, Mann. Hey. So. Yes. Oh, puh. Die Höhle ist definitiv unheimlich, ja. Ach, gehen wir einfach mal da rein. Wie wahrscheinlich ist es, dass es die Ogerhöhle sein wird? Sehr wahrscheinlich.
Also wer auch immer so ein Blutbad hinterlassen hat, nichts gut. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Dann machen wir hier mal sicherheitshalber einen Quick Save. Ein paar Elfenbeinspinnen. Oh je, da kommen sie aus allen Richtungen. Okay, das ist ganz schön viel Zeugs. Da haben wir nur eine Möglichkeit. Wir locken sie alle an, wo wir am besten gegen sie kämpfen können. I'd be glad to. Also eigentlich hier. I'm here. Kind of stuck over here. Dead on. So. Dann locken wir mal die Horde hier an. Übernehmen eine von den größeren. Was könntest du machen? Oh ja. Beide krank machen. So. Das war doch mal effektiver. Das hier ist noch ein Ausgang. I shall be quiet as a calm sea. Gut. Im Luftzug der Höhle kräuseln sich dicke Spinnenweben, in denen mumifizierte Überreste verheddert sind. Mhm. Also ja, wir gucken mal, wo es noch hier Spinnen gibt, damit wir nicht überall überrannt werden. Not a sound. Die Ecke sieht am bedrohlichsten aus. Da sollten wir am meisten aufpassen. My mind feels
Mach mal auf die große. Du machst eine Verderbnislanze auf die große. Okay, ihre Verderbnislanze tut auf jeden Fall weh. I'd be glad to. Da ist noch was, was wir einsacken können. My thoughts will be as silent as my feet. Oh, hier ist die Spinnenkönigin.